und Lou sind wieder am Start. Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht und dass ihr alle gesund seid. Und heute sprechen wir über ein etwas ernsteres Thema. Viele stellen sich die Frage, hat Lisha eine Essstörung? Und ich werde heute in diesem Video ehrlich darüber sprechen und euch Antworten darauf geben. Ich würde sagen, let's go! So Leute, ich glaube, alle von euch wollen eigentlich Lisha direkt fragen, hast du in deinen eigenen Augen eine Essstörung? Leute, ich habe ja gesagt, dass ich in diesem Video ehrlich sein will und ich habe definitiv eine Essstörung. Das ist wirklich schon an so einer Grenze, wo es nicht mehr lustig ist. Und heute werde ich euch einfach ein bisschen was darüber erklären, wie ich es gemerkt habe, wie sich das, wie sich das auszeichnet? Sagt man das so? Ja, ja. Wie sich das bemerkbar macht und wie ich gecheckt habe, dass ich schon wieder eine Essstörung habe. Vor allem wann? Ja, es ist ja so, dass ich 21 Kilo abgenommen habe und seit Monaten wird sich darüber öffentlich das Maul zerrissen. Wirklich egal, was ich drüber poste, es wird direkt in die Presse und dann reden 1000 Leute darüber und die Leute interessiert das nicht, ob ich vielleicht krank bin, ob ich vielleicht wirklich Magersucht habe, ob ich vielleicht wirklich eine Essstörung habe. Jeder zerreißt sich einfach das Maul, ohne zu wissen, wie geht es Lisha eigentlich hinter den Kulissen. Und das ist eine Sache, die mich immer sehr nervt, weil Leute glauben irgendwie, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, keine Herzen besitzen würden, keine Gefühle besitzen würden. So, wir sind so immer der Mülleimer für jeden Trash, für jeden Hass, für jeden unzufriedenen Menschen. Und es wird sehr oft vergessen, dass auch wir nur Menschen sind, die auch krank werden und auch nicht perfekt sind. Und natürlich, wenn ganz Deutschland auf dich guckt, und dir jeden Tag sagt, ach, du bist so dünn und du siehst krank aus und weiß ich nicht was. Natürlich redest du dir dann ein, nein, du bist gesund und nein, du fühlst dich wohl in deinem Körper, der jetzt schon viel zu dünn ist, weil du einfach den Leuten draußen nicht die Genugtuung geben willst, zu sagen, ja, ich bin krank und ihr habt recht, ich bin zu dünn und es sieht krank aus. Und ich sehe mich heute, wenn ich in den Spiegel gucke, immer noch mit der gleichen Figur wie zu dem Tag, als ich 78 Kilo gewogen habe. Das ist so krank, Mann. Das ist, für uns Außenstehende ist das unfassbar. Also man kann es gar nicht verstehen. Naja, aber Silly sagt nicht, man kann es nicht verstehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch du schon über 20 Kilo abgenommen hast und genau, so ja, und genau in derselben Situation warst. Oh, Leute, einmal habe ich auch, was heißt einmal, vor einer langen Zeit habe ich auch 20, 25 Kilo abgenommen. Vor 9 Jahren ungefähr. Und da war genau der Punkt, wo ich es irgendwann nicht mehr gesehen habe und weiter abnehmen wollte. Du hast nur noch 60 Kilo gewogen, du warst so dünn und trotzdem hast du mir gesagt, du willst weiter abnehmen. Wenn ich Bilder von der Zeit finde, dann werde ich die hier einblenden, Leute. Er war so dünn. Das war ja krass. Und ja, daran sieht man aber, wie schnell man da reinrutscht und das gar nicht mehr richtig checkt. Heftig. Und egal wie dünn ich war, Leute, ich habe ja irgendwann nur noch 53 Kilo gewogen. Als mein Vater mich zur Hochzeit gesehen hat, hat er einen Schock bekommen. Scheiße, ja. Alle, die mich gesehen haben, meinten, Lisha, was ist mit dir passiert? Du siehst krank aus. Mhm. Und umso mehr die Leute mir gesagt haben, oh, du bist dünn, man sieht deine Rippen, umso mehr habe ich gedacht, ja, Mann, ich bin dünn, endlich, ich sehe krank aus, ich bin dünn. Ich wollte einfach nur dünn sein. Na, krank aus hast du dich nicht gefreut, aber schon dünn. Nee, wenn die mir gesagt haben, du siehst magersüchtig aus, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich mich gefreut, weil ich wusste, ich sehe richtig dünn aus. Silly. Ja, natürlich. Aber das ist etwas, was Leute nicht begreifen, die nicht in diesen Wahn drin stecken. Stimmt. Jeden Tag, Leute, seit Monaten frage ich Lou, meinst du, ich habe zugenommen, obwohl ich auf der Waage stehe und sehe, ich habe nicht zugenommen, brauche ich trotzdem nochmal seine Bestätigung, dass er mir sagt, nein, du hast nicht zugenommen. Am Tag sagst du ja auch mehrmals, jeden Tag, du hast Angst, wieder zuzunehmen. Ja. Und Leute, dann ist eine Sache passiert vor einer Woche, die mir wirklich so den Rest gegeben hat. Lou und ich waren im Spa, davon haben wir auch eine Story gepostet. Und ich habe in der Umkleidekabine im Bikini ein Boomerang von mir gemacht, ein Boomerang. Und ich habe mir dieses Video angeguckt und dachte mir, was zur Hölle? Siehst du wirklich so dünn aus? Ich werde euch dieses Video kurz einblenden. Und ich bin rausgegangen mit dem Video, habe das Lou gezeigt und habe gesagt, Silly, sehe ich wirklich so aus? Stimmt. Und ich habe natürlich ehrlich geantwortet. Ich meinte, ja, du siehst genau so aus.
Aber das verstehe ich halt nicht. Du guckst in den Spiegel, siehst nicht, du bist zu dünn. Dann machst du ein Foto oder ein Video von dir und guckst es dir an. Deswegen soll man auch immer, wenn man abnimmt, Fotos machen, Stück für Stück, weil man darauf besser die Vergleiche hat. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Versteht man nicht. Ja, Leute, auf jeden Fall, dann kamen ja ganz viele Sachen dazu, die Panikattacken, was übrigens jetzt im Endeffekt doch rauskam, dass durch die Appetitszüge eine Übersäuerung von meinem Körper stattgefunden hat und diese Übersäuerung hat meine Panikattacken hervorgerufen. Also das ist bei mir nicht psychisch, es ist keine Angst, es ist tatsächlich mein Körper, der auf dieses Ganze drumherum reagiert und ich dann jedes Mal Panikattacken bekomme. Und es ist auch leider nicht bei dieser einen Panikattacke geblieben. Ich hatte seitdem 6 oder 7. Manche waren heftig, andere konnten wir rechtzeitig stoppen, andere waren weniger heftig. Aber ich erinnere mich noch, wie ich in dem Video sagte, oh mein Gott, manche Leute machen das jede Woche durch, das würde ich nicht aushalten. Richtig. Und jetzt habe ich den Salat. Genau so ist es jetzt nämlich bei mir. Und als ich dieses Video gesehen habe, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, Alter, das kannst du nicht mehr machen. Auch als mein Papa uns besuchen war über Weihnachten, habe ich vor ihm eine Panikattacke bekommen. Und ich habe ihm wirklich angesehen, wie ihn das alles mitnimmt. Wie er nicht gehen wollte, was er für ein schlechtes Gewissen hatte. Genau am letzten Tag dann. Wie er Lou jeden Tag fragte, ist alles okay mit ihr? Hatte sie wieder eine Panikattacke? Was kann ich tun? Ich habe wirklich gemerkt, wie sehr das meinen Vater belastet, Leute, und habe mir gesagt, nee, Mann. Nicht nur Papa, es belastet ja alle in der Familie, die dich lieben. Ja, aber Papa schon mehr, weil er ist nicht wie du direkt bei mir. So, er weiß nicht, das, ob wir ja, ihm einfach erzählen, ja, dass es mir gut geht oder ob es wirklich so ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Du musst anfangen zu essen, du musst ein paar Kilo zunehmen. Das sieht nicht mehr schön aus. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Also ich muss sagen, meine Ernährung ist nicht sehr gesund. Und ich esse die ganze Zeit schon wirklich viel, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie nehme ich nicht mehr richtig zu. So diesen Jojo-Effekt gibt es nicht. Man muss dazu aber auch sagen, es ist anders, ob man über 8 Monate abgenommen hat, weil der Körper passt sich da einfach an. Deine Fettzellen werden Magen weniger. Wird kleiner. Magen wird kleiner. Das ist was anderes, als wenn du diese radikale Diät machst, danach wieder frisst und dann kommt der Jojo-Effekt. Richtig. Und ich glaube, ich habe halt durch diesen Appetitszügler und dieses lange Nichtsessen meine Schilddrüse so kaputt gemacht, dass sie jetzt absolut überfunktioniert. Und ich einfach sehr schwer zunehme. Ich bin jetzt aber richtig am Fressen, Fressen, Fressen und ich habe schon fast 2 Kilo zugenommen und man sieht das. Ja, wir messen sie jetzt nicht, aber sie versucht auch halt ein bisschen mehr zu essen als normal. Und das finde ich aber auch so cool, weil ich sehe ja selber, wie das ist. Und da ich das selber so ein bisschen, wenn nicht auch ganz durchgemacht habe, bin ich sehr stolz auf dich, dass du auf uns hörst und uns vertraust, obwohl dir dein Körper und dein Geist dir sagt, du bist immer noch zu dick und willst nicht weiter abnehmen. Ja. Das finde ich richtig cool. Willst nicht weiter zunehmen, meinst du? Richtig. Leute, ja, wenn es nach mir ginge, also es gab eine Phase, wo ich zu Lou, da hatte ich 53 Kilo, wo ich zu Lou gesagt habe, ich würde voll gerne noch weiter abnehmen, so bis 48 Kilo, einfach um zu gucken, wie ich aussehe. Boah, Leute, mal, wie krank ist das? 48 Kilo. Wie krank ist das, dass man auf solche Ideen kommt? Man redet sich wirklich ein, das wäre alles normal, Leute. Und immer noch, jeder Burger, den ich esse, jede Pommes ist so, oh Gott, wirst du wieder fett? So, ich will das eigentlich nicht. Obwohl ich weiß, mein Körper sieht schöner aus, wenn ich ein paar Kilo zunehme und auch mein Gesicht sieht gesünder und schöner aus, wenn ich ein paar Kilo zunehme, sagt mein Inneres, nee, lass mal noch lieber ein bisschen dünner werden. Das ist wirklich eine ganz kranke Sache und es ist so gefährlich. Und ich glaube, wenn ich meinen Papa und Lou nicht hätte, dann wäre das die reinste Katastrophe und ich glaube, dann würde ich in die schlimmste Magersucht reinrutschen. Ja, oder überhaupt nur geben wenn könnte. Du Leute neben dir hast, die auch gar nicht so mitbekommen. Es gibt ja auch so eine Menschen, die so richtig desinteressiert sind, die bekommen gar nicht mit, dass die neben dir immer weiter abnimmt. Kann ja auch sein. Aber so sind wir nicht. Ich und Papa kümmern uns um dich. Mama fragt jeden Tag, ob alles okay ist. Also die Familie kümmert sich schon wirklich richtig cool drum, ne? Mhm. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Familie habe, dass ich meinen Mann habe, die da wirklich sehr aufpassen.
Und ja, ich habe jetzt aber auch nicht vor, wieder, weiß ich, wie 78 Kilo zu wiegen. Wisst ihr, die so 1, 2, 3 Kilo reichen ja schon vollkommen. Ja, also ich war, wie gesagt, bei 53 Kilo. Jetzt bin ich bei 55,6, 55,7. Und ich glaube, so 58 Kilo sollte ich schon erreichen, um wenigstens nicht mehr krank auszusehen. Und du hast, also sie hat wirklich noch das Glück, dass sie gut stabile Knochen hat und wirklich gute Muskeln hat. Jemand anderes mit ihrer Größe und mit dem Kilogramm, was du da hast, würde ganz anders aussehen. Ja, ich weiß. Bei dir sieht man es nicht so. Ich habe wirklich auch Glück, dass ich breite Knochen habe. Zum Beispiel unsere Managerin, die ist sehr klein und sehr dünn. Und du denkst, sie wiegt 40 Kilo, aber sie wiegt genauso viel wie ich. Mm. Und weil ich breite Knochen habe, sehe ich halt immer, Gott sei Dank, trotzdem noch recht okay aus für die Verhältnisse. Richtig. Und weil ich sowieso so ein kleines Speckgesicht habe, ist auch das nicht so schlimm. Das ist aber so cool, Nochi. Das liebe ich so, weil wenn ja, ich wenn so abnehme, zunimmt, dann hängt alles tot. Aber wenn ich zunehme, haben wir gesehen, wie ein Ballon sah ich aus im Gesicht. Dafür wird es besser, wenn wir alt werden. Dann hast du Vorteile als ich. Ja, Leute, da habe ich wirklich Glück. Das muss ich auch ehrlich sagen, was mein Bindegewebe angeht. Mhm. Also andere, die 20 Kilo abnehmen. Tot. Da hängt alles und es sieht alles nicht mehr schön aus. Aber da habe ich wirklich, wirklich Glück. Die Gene sind wirklich Gold wert. Baba. Weil, ja, ein bisschen mehr Po könnte wieder sein, aber das kriege ich schon alles irgendwie hin. Ja, Leute, auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid und auch hier wird jetzt wahrscheinlich wieder drüber geschrieben, oh mein Gott, die hat zugegeben, sie hat eine Essstörung, wir alle haben es gewusst, aber ist mir so scheißegal, auf jeden Fall. Wir wünschen aber auch allen, dass die da rauskommen. Wenn ihr da drinnen steckt, wirklich, ich wünsche mir so sehr, dass eure Liebsten euch helfen, da rauszukommen, weil ich selber gesehen habe, wie das ist und wie das enden kann. Passt da bitte gut auf und redet euch nicht ein, dass es nicht so ist. Ja. So, ihr Lieben, jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Und Leute, im Sommer wird das so geil auf YouTube. Wir haben so ein geiles Format geplant. Wir werden euch noch nicht zu viel verraten. Es wird sehr lustig. Es wird viele besoffene, hyperaktive, geisteskranke Leute in unseren Videos geben. Und ich glaube, ihr werdet nie so viel lachen wie mit uns zusammen im Sommer. Scheiße. Seid gespannt. So, ich sag nur, I bet you will. Haut rein, ihr Lieben, wir drehen jetzt das nächste Video für euch. Bye bye.